Heute geht es um einen Klassiker der modernen Philosophiegeschichte, um Max Horkheimers und Theodor W. Adornos Buch Dialektik der Aufklärung. Ich will euch erklären, worum es dabei geht, warum sie ein Kernstück der sogenannten kritischen Theorie ist, die gerade international ein Revival erlebt. Ich glaube, wir können heute wieder viel mit den Analysen der Dialektik der Aufklärung anfangen. Es geht dabei um nahezu alle Bereiche, Kino, Kulturindustrie, Internet, Politik, Sex, Internet gab es damals übrigens nicht, und kritisches Denken. Ich habe für euch die Dialektik der Aufklärung nochmal gelesen, ich glaube zum vierten oder fünften Mal. Und ich kann nur sagen, das ist eines dieser Bücher der Stunde, ist ein echter Augenöffner. Worum es dabei geht, das sage ich euch mal wieder in 7 Kapiteln und los geht es mit den Denkern selbst. Über das Leben von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ist wichtig zu wissen, dass beide aus Deutschland vor den Nazis fliehen mussten. Sie waren ein Leben lang miteinander befreundet und hatten eine sehr gute, intensive Arbeitsbeziehung. Horkheimer wurde 1930 an der Universität Frankfurt am Main Ordinarius für Sozialphilosophie an der Philosophischen Fakultät und Direktor des berühmten Instituts für Sozialforschung, das er bis zu dessen Schließung nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 leitete. In New York gründete er dann ein Jahr später quasi als Zweigstelle das New Yorker Institut für Sozialforschung, siedelte aber 1941 an die Westküste um, genauer nach Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, und zwar in direkter Nähe zu dem Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann. Theodor W. Adorno musste aus Deutschland weg zur selben Zeit wie Horkheimer, mehr oder weniger, lehrte zunächst in Oxford, er dann 1934, und zwar auf Einladung Horkheimers, zunächst nach New York kam und folgte ihm dann kurz darauf nach Pacific Palisades. Interessant zu sehen ist, wie sich der berühmte Roman Dr. Faustus von Thomas Mann, für den Adorno sozusagen im Hintergrund eine ganze Reihe von musikwissenschaftlichen und philosophischen Hilfen und Formulierungen anlieferte, verbindet mit dem, was als Dialektik der Aufklärung berühmt werden sollte. In Dr. Faustus geht es ebenso wie in der Philosophie des befreundeten Philosophen Walter Benjamin, auf den sich Horkheimer und Adorno beide beziehen, um die Entzauberung der Welt und die Frage, was man dieser Entzauberung entgegensetzen könnte. Was kann man tun, wenn Europa im Krieg versinkt und die Katastrophe unaufhaltsam scheint? Wenn das, was vielleicht einmal Sinn gewesen ist oder Aufklärung, verloren geht, und zwar nicht nur durch rassistische Vertreibung aus Deutschland. Die Dialektik der Aufklärung reflektiert diese Erfahrungen, die für Millionen von Menschen traumatisch waren. Obwohl Adorno und Horkheimer über sie im angenehmen Klima Kaliforniens nachdenken. Von entscheidender Bedeutung ist dabei der Begriff der Kulturindustrie, aber der Reihe nach. Wichtig ist vielleicht zunächst der Hinweis, dass Kalifornien den beiden Philosophen noch während des Krieges eine Distanz erlaubte, die ihnen ein Denken ermöglichte, das sich von der eigenen Ohnmacht und den traumatischen Erfahrungen nicht dumm machen ließ. Amerika war nicht nur weit weg von Deutschland, die beiden Philosophen erlebten in Amerika auch eine größere Vielfalt, eine Weite und einen Pragmatismus, der völlig anders war als die Enge der Nazis und ihr faschistoider Begriff von Identität. Kalifornien war in einem sehr positiven Sinn für die beiden Emigranten eine Feier der Vielfalt, des Lichts und des Lebens. Heute ist der Begriff der Identität nicht nur in den USA, sondern auch in der Bundesrepublik wieder von entscheidender Bedeutung. Nicht nur in der neu erstarkten protofaschistisch rechten, aber auch linken identitären Bewegung. Wie wichtig Identität heute ist, zeigt sich gerade im Moment in all den Versuchen der Identitätsdefinition und Findung, die hinter den Gender-Debatten und den Debatten um Rassismus und kulturelle Identität, Stichwort Leitkultur, toben. Diese Denkbewegungen gehören zu dem, was Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schon beschäftigte. Das Buch ist wahrscheinlich das meistgelesene Werk der sogenannten kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Falls euch übrigens noch andere Themen der Frankfurter Schule interessieren sollten, schreibt es gerne hier unter das Video. Die Dialektik der Aufklärung erschien 1947 in Amsterdam und hat den Untertitel Philosophische Fragmente. Verrückt ist, dass der Text in den frühen 60er Jahren in Raubdrucken unter Studentinnen Verbreitung fand, aber erst 1969 wieder in einer offiziellen deutschen Ausgabe, also mehr als 2 Jahrzehnte nach der ersten Auflage erschien. Horkheimer und Adorno schrieben das Buch gemeinsam in Kalifornien,
Aber man erkennt beim genaueren Lesen, dass mal der eine, mal der andere Hauptautor eines Kapitels war. Das gilt etwa für den ersten Exkurs mit dem Titel Odysseus oder Mythos und Aufklärung, den Adorno schrieb, und den zweiten Exkurs Juliette oder Aufklärung und Moral, den Horkheimer schrieb. In seinem Kapitel geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn man die rigorosen Prinzipien der Philosophie, zum Beispiel eines Immanuel Kant, mit den Augen eines Marquis de Sade liest. Das will ich näher erklären. Das Juliette-Kapitel, benannt nach de Sades Roman Juliette oder die Vorteile des Lasters, exerziert durch, was es heißt, das, was noch als Natur oder Lust erscheint, zu domestizieren, also zu unterwerfen und einer rigorosen Versuchsanordnung wie in der Wissenschaft zu unterziehen. Statt Erotik gibt es Sexturnen nach Regeln, so lange und mit so vielen Wiederholungen, bis wirklich alle Lust ausgetrieben ist. Man kann diese zunächst reflektierten Regeln und ihre Anwendung als eine Persiflage auf Kants praktische Vernunft lesen. Also eine Anwendung von Prinzipien, die durch die alles Natürliche, aber auch alles Menschliche damit vernichtet wird. Lust und Zivilisation werden gleichsam mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Nietzsche führte diesen Gedanken dann noch weiter im Sinne einer bewussten Verletzung und Ausbeutung des Schwachen durch den Starken. Wehrt sich der Schwache, begeht er ein Unrecht. Und genau davon handelt Marquis de Sades Roman. Ein Roman, dem sich unter anderem der Begriff des Sadismus verdankt. Die Formulierung oder Formalisierung der Vernunft, heißt es in der Dialektik der Aufklärung, ist der Ausdruck einer letztlich maschinellen Produktionsweise. Damit ist gemeint, die Mittel, und damit meinen die beiden vor allem die Möglichkeiten der Technik, werden selbst zu einem Fetisch. Und weil wir uns so auf diese Mittel fixieren, so absorbiert sind von ihnen, verschlucken sie am Ende jede Form der Lust, die einem buchstäblich beim Sexturnen vergeht. Aber nicht nur das, auch zum Beispiel die Liebe verschwindet unter diesen Bedingungen, denn sie ist zum unwissenschaftlichen Begriff geworden. Liebe ist etwas für Schwächlinge. Liebe passt nicht zu kühl kalkulierten Prinzipien und Methoden. Deshalb befindet sich auf der Höhe des Vergnügens und der Lust am Ende nur noch ein illusionsloser Wüstling, wie es im Buch heißt, jemand, der sein Bekenntnis zu Regeln, Sport und Hygiene vollkommen auf das Geschlechtsleben ausgedehnt hat. Das Ergebnis ist letztlich wie bei de Sade Gewalt und der Versuch, das, was vielleicht noch als Natur begegnet, also als Liebe oder Zärtlichkeit im Körperlichen, vielleicht nur noch als Mitgefühl auszurotten. Vor allem die Frau wird damit zum Gegenstand von Hass und Verachtung, in der sich letztlich ein Wille zur Vernichtung widerspiegelt, der immer totalitärer wird, immer mehr Drehmomente entwickelt. Wie gesagt, geschrieben vor 70 Jahren, und de Sade lebte ja im 18. Jahrhundert. Aus feministischer Sicht gäbe es dazu noch viel zu sagen, denn ein Tausch der Rollen, also der Mann ist überlegen, findet bei de Sade ja nicht statt. Bei ihm geht Lust ein Bund mit Grausamkeit ein und das ist eine ziemlich tödliche Mischung. Zärtlichkeit ist in dieser Welt etwas, das ebenso verworfen wird wie Romantik oder Liebe. Doch das ist nur ein Aspekt, wenn auch ein wichtiger, der Dialektik der Aufklärung. Ihn hat nicht zuletzt die Soziologin Eva Illutz aufgenommen, mit der ich mich in meinem Kanal ja auch schon befasst habe. Zurück zur Dialektik. Der Untertitel, sagte ich ja schon, philosophische Fragmente, ist kein Zufall, sondern eine bewusste Anspielung auf den Philosophen Walter Benjamin. Er verweist auf die Einsicht, dass das Große und Ganze, von dem natürlich vor allem die Nazis in den 30er und 40er Jahren schwadroniert haben, längst verdorben ist. Das Ganze, etwa das ganze Deutschlands oder das ganze Volk, ist das Falsche, ist eine Ideologie. Will man das Leben verstehen, sollte man sich daher im Gegenteil statt auf das Ganze auf das Fragmentarische und damit auf das Konkrete beziehen, auf das Einzelne, Kleinere. Mikrologie nannte Adorno daher diese Form der soziologischen Untersuchung. Eine der Grundthesen von Adorno und Horkheimer ist, dass sich in dem, was gebrochen erscheint und eben fragmentarisch gebrochen, in Wahrheit die tatsächliche Möglichkeit des Ganzen zeigt. Wenn man auf das Ganze schielt, etwa auf den oder das Deutsche, das es ja angeblich gibt, das aber in Wahrheit eine Fiktion ist, dann vergisst man nämlich, wie vielfältig faktisch all die einzelnen Menschen sind, die in einem Land wie Deutschland leben. Will man das sogenannte Ganze verstehen, dann sollte man statt
wie die Schlange auf das Kaninchen, also den Begriff Deutschland zu starren, vielmehr die Vielfalt, die vielen einzelnen und unterschiedlichen Menschen in den Blick nehmen. In den beiden Kapiteln, in denen die Philosophen den Begriff der Aufklärung und die Beziehung der Aufklärung zum Mythos erklären, wird die ganze Tragweite ihrer Analyse sichtbar. Ziel der Aufklärung war ja mal ursprünglich, Mythen, auch Ideologien aufzulösen und Einbildung und bloße Meinung durch Wissen abzulösen. Doch mit dieser Form des Wissens, das immer besser, immer genauer wurde, entwickelte sich natürlich auch die Technik. Und diese wiederum entwickelte sich nicht zuletzt auch zu einem Instrument der Macht. Macht und Erkenntnis sind synonym, wie es im Buch heißt. Dieser Gedanke ist wirklich radikal. Wenn Aufklärung nämlich bedeutet, bildhaft gesprochen, die Götter zu entthronen, dann muss man natürlich auch all den Formen gegenüber skeptisch bleiben, in denen sich die ursprünglichen Impulse von Religion, von Aberglauben und Mythos durchschlagen und immer noch am Werk sind. Wo aber sind sie am Werk? Die Antwort der beiden: im Idealismus. Reste des Mythologischen erkennt die Aufklärung, die mehr oder weniger zur rationalen Wissenschaft geworden ist und sich von allem anderen verabschiedet hat, unter anderem daher auch im platonischen oder aristotelischen Denken, nämlich in der Verwendung und dem Gebrauch von Ideen. In den Ideen sind gleichsam noch die Dämonen und Götter der Vorzeit am Werk. Die Menschen versuchen diese Dämonen ebenso wie die unberechenbare Natur seit jeher durch magische Rituale, durch Beschwörungen in den Griff zu kriegen. Und welche magischen Rituale sind die der Modernen? Antwort: die Rituale der Wissenschaft mit ihren technischen Begriffen. Die sollen nämlich alles in den Griff kriegen. Sie helfen scheinbar, mit all dem fertig zu werden, uns dann hinter sich zu lassen. Passt etwas nicht ins Bild, wirf's weg, wenn es unwissenschaftlich ist. Aber nun passiert etwas Seltsames, auf dessen Dynamik man nicht genug hinweisen kann, denn es ist wirklich ein Schlüssel zum Verständnis unserer Moderne, unserer Gegenwart auch. Gerade weil es immer noch dieses Misstrauen gegen Mythen, Götter, Idealismus und deren moderne Gestalt eben gibt, Ideen, große Gefühle, Fiktionen und Narrative, muss die Vernunft, also die Aufklärung, diese radikal kritisieren und wenn notwendig beschneiden. Damit gerät die Aufklärung aber häufig in einen seltsamen Gegensatz zu Argumenten, denn auch diese Leute haben ja Argumente. Von Liebe zu reden kann zum Beispiel durchaus sinnvoll sein, auch wenn ich sie nicht wissenschaftlich auf den Begriff bringen kann und sogar sagen muss, dass es Bereiche unseres Lebens gibt, die sich überhaupt dem wissenschaftlichen Zugriff zunächst mal jedenfalls entziehen. Was mache ich damit? Damit wird Aufklärung zu einer zersetzenden Macht, zu einer technoiden Rationalität, wenn ich das alles vom Tisch fegen will. Eine Rationalität, die sich dann in allen Bereichen des Lebens durchsetzen will. Aufklärung wird, mit einem Begriff von Adorno und Horkheimer, selber totalitär. Sie wird selbst zum Mythos, zum Aberglauben. Zumal die Aufklärung leicht vergisst, dass natürlich auch schon die Mythen selbst bereits wieder ein Produkt der damaligen Aufklärung waren, weil es natürlich auch zu den Mythen beispielsweise religiöse Vorstufen gab. Doch mit der Entwicklung der formalen Logik und Mathematik, und heute müsste man hinzufügen durch die Algorithmen und Computerisierung, wird die Wirklichkeit, mit der wir es in all ihrer Vielfalt zu tun haben, sehr grob vereinheitlicht. Die Berechenbarkeit der Wirklichkeit verbietet alle Abweichungen. Das Ziel der Wissenschaft ist die Einheitswissenschaft, eine Wissenschaft, die letztlich alles zusammenbringt und auf eine einzige Formel bringt, die sich wiederum dann in Form von Zahlen darstellen lässt. Nur was sich rechnet, existiert auch wirklich und ist wissenschaftlich solide. Die feinen Unterschiede etwa zwischen den verschiedenen Lebensformen oder auch Kulturen, Unterschiede auch in Formen der Liebe, werden auf diese Weise zum Verschwinden gebracht. Immer mehr und immer effizienter schneidet die Rationalität, wie die beiden Philosophen schreiben, das sogenannte Inkommensurable weg. Damit ist das gemeint, was sich eben nicht vereinheitlichen lässt, nicht auf einen gemeinsamen kleinsten Nenner bringen lässt. In der heutigen Diskussion wären das beispielsweise die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Geschlechtern,
die nicht einfach auf zwei Mann und Frau reduziert werden können, von denen dann nur eines letztlich das Ursprüngliche ist. Gegen all diese Formen des Reduktionismus hilft nur der Blick auf die faktische Vielfalt und Komplexität der Wirklichkeit. Logik und die Mathematisierung der Wirklichkeit haben den beiden gemeinsamen Hang zum Allgemeinen, zur Theorie. Und das Allgemeine kann eine fatale Wirkung haben. Mit Logik und Mathematisierung wird so etwas wie die Herrschaft des Begriffs und der Zahlen installiert, die sich im Bund mit der Technik zur Herrschaft über die Wirklichkeit entwickeln, schreiben die beiden. So wie es Liebe nach Rankings gibt, so gibt es Politik nach Umfragezahlen oder Management durch Produktzahlen. Die Menschen bleiben dabei auf der Strecke. Dieser Herrschaft von Begriffen und Zahlen werden die Natur, letztlich aber auch das Ich und die Gemeinschaft der Menschen unterworfen. Und weil die Menschen Angst haben, versuchen sie, alles ihnen Unbekannte, was sich nicht unterwerfen lässt, abzuschaffen und aus ihrem Leben zu vertreiben. Lieber den Terror kalter Zahlen als dieses Unbekannte. Diese Angst steckt auch hinter dem Programm der Entmythologisierung, also der radikalen Befreiung von allen Mythen und ihrer Ersetzung durch Technik und Wissenschaft. Eine solche Aufklärung will alles, was lebendig ist und sich deshalb, weil es konkret ist und sich dem Zugriff des Allgemeinen der Idee entzieht, auf den vorgegebenen Begriff bringen und durch ihn ersetzen. Dieses Vorgehen ist letztlich von Angst und Herrschsucht getrieben. Kunst, Natur, alles, was sich nicht dem Begriff der Kalkulation unterwerfen lässt, wird verabschiedet, verliert seine Würde, wird ausgestoßen. Warum? Es entzieht sich dem Zugriff der instrumentellen Vernunft. Und das macht Angst. An dieser Analyse wird natürlich deutlich, dass es in dem Buch nicht nur um eine philosophische Analyse der geschichtlichen Entwicklung nach der Aufklärung geht. Es geht auch darum, was mit der Menschheit seit der Aufklärung schiefgegangen ist. Warum sowas wie Auschwitz möglich wurde. Also die rationelle, möglichst kostengünstige, technische Vernichtung von Menschen in Lagern, wenn es doch angeblich ja noch die Vernunft und die Aufklärung gab, die die Menschen vor so etwas bewahren sollte. Wenn es also die Liebe der Menschen zueinander gab, Mitgefühl, aber auch so etwas wie Kunst oder Kultur. Dieses Thema wiederum spielt eine wichtige Rolle in Thomas Manns Roman Dr. Faustus, in dem es ja unter anderem darum geht, mit dem Teufel einen Pakt zu schließen, um selber mächtig zu werden. Es ist am Ende die Aufklärung selbst und mit ihr eine bestimmte Vorstellung von instrumenteller Rationalität, die totalitär geworden ist. Das ist die zentrale Botschaft der Dialektik der Aufklärung. Dialektik bedeutet, dass das, was Aufklärung ursprünglich mal meinte, in ihr Gegenteil umschlägt, also in das, was selbst letztlich mythologisch, irrational, teuflisch ist und die Menschen versklavt. Nicht das Denken versucht hier die Wirklichkeit zu verstehen, sondern es versucht umgekehrt, sich die Wirklichkeit zu unterwerfen und sie nach seinen Berechnungen zu prägen. Damit ist Aufklärung aber nichts anderes als eine neue Mythologie. Wer die Welt zu einem gigantischen analytischen Urteil, einem Begriff machen will, der am Ende das Einzige ist, was von den Träumen der Wissenschaft noch übrig bleiben soll, der tötet in Wahrheit, was er oder sie zu suchen, zu entdecken vorgibt. Das ist das geradezu mythische Grauen der Aufklärung, schreiben die beiden. Es ist diese Logik, die letztlich auch in den Krieg führt. Wenn die Analyse von Adorno und Horkheimer stimmt, und ich glaube, die haben recht, dann liegt das Wesen der Aufklärung heute, so wie sie im Zeitalter der Technisierung, insbesondere des Faschismus, verstanden wurde, einzig in der brutalen Herrschaft über die Natur und über andere Menschen. Diejenigen, die eine solche Aufklärung betreiben, kämpfen aus Angst um ihre Selbsterhaltung. Und sie vernichten aus diesem Grund alles andere, was anders ist als sie. Genau das meinte ja der Begriff der Inkommensurabilität, also das, was sich der Gleichmacherei entzieht. Auf diese Weise verkümmern auch Fantasie oder natürliche Instinkte. Was übrig bleibt, ist eine von Wissenschaft getriebene Herrschaftsmaschine. Und ich finde es wirklich interessant, diese Gedanken von Adorno und Horkheimer, die natürlich in einer Sprache von vor 70 Jahren verfasst sind, auf die Gegenwart der Digitalisierung heute und den sogenannten Überwachungskapitalismus zu übertragen.
Inzwischen haben die großen Unternehmen des Silicon Valley die Traumfabrik Hollywood abgelöst, die ja Horkheimer und Adorno damals noch vor Augen hatten und mit der sie sich befasst haben. Damit aber sind die Herrschaftsmechanismen, nämlich durch die Digitalisierung, noch subtiler und zugleich noch brutaler geworden. Denn das neue Kulturprodukt ist nicht mehr der Film oder irgendeine Ware. Das neue Produkt, seid ihr, sind wir alle selber, wir, unser Verhalten, das in Richtung Konsum und Voraussagbarkeit angepasst werden soll. Die sind das Ziel, das Amazon und Co. vor Augen haben. Genau das ist das Fazit der Analyse des sogenannten Überwachungskapitalismus. Auch hierzu Videos im i. Und natürlich gilt das auch für die Klimakatastrophe, die genau aus dieser Haltung hervorging, sich alles brutal untertan zu machen und alles, wirklich alles der Ökonomie zu unterwerfen. Damit sind längst nicht alle wesentlichen Gedanken der Dialektik der Aufklärung abgehandelt. Einen Begriff muss ich noch erklären, weil er vor allem für die intensive Wirkung dieses Buches von großer Bedeutung ist. Und das ist der Begriff der Kulturindustrie. Gemeint ist eine industriell gesteuerte Form der Kultur, in der sich zeigt, dass Aufklärung und Rationalisierung letztlich nichts anderes sind als ein gigantischer Massenbetrug. Massenkultur bedeutet ja das, was einem festgefügten Schema entsprechend cool und begehrenswert erscheint, von Trend und Mode allem anderen überzustülpen. In Wahrheit ist Massenkultur immer nur unter einem Monopol möglich, schreiben Adorno und Horkheimer, als eine Art von Gleichschaltung unter etwas Identisches, das dann plötzlich alle wollen und alle für erstrebenswert halten. Vergessen wir nicht, die beiden hatten die Hollywood-Industrie einerseits, aber auch Hitlers perfide Massenpropaganda vor Augen. Das Fatale war ja, dass Millionen von Menschen, die damals, aber auch heute noch, an dieser Massen- und Popkultur teilhaben wollten, gleichzeitig für diese Kultur und für ihren Erhalt gearbeitet haben. Sie reproduzierten also letztlich genau das, worunter sie am Ende litten. Sie reproduzieren das, weil sie es immer wieder mit denselben Standardgütern machen, die sie herstellen, mit denen sie sich selber beliefern und gleichzeitig selber auch normieren, also in Grenzen setzen. Und das Ganze unter den Bedingungen einer technischen Rationalität, die auf Effizienz achtet. Der Maßstab des Wertes eines solchen Kulturprodukts ist letztlich die zur Schau gestellte Investition, die sich lohnt, sagen die beiden. An dieser Stelle tritt neben die philosophische Analyse, die immer wieder durch psychologische Aspekte ergänzt wird, eine Kritik der Wirtschaft, der Ökonomie, die natürlich Elemente der marxistischen Theorie aufnimmt. Stichwort Entfremdung. Mein Video zu Marx findet ihr auch hier im Kanal. Die Kulturindustrie soll so perfekt werden, dass für die Fantasie und die Gedanken der Zuschauer, die ja zu bloßen Konsumenten dieser Kultur geworden sind, nichts mehr übrig bleibt. Die brauchen gar keine Fantasie mehr zu haben. Es bleibt am Ende buchstäblich nichts mehr zu wünschen übrig. Alle sind glücklich mit der Matrix, die Amazon und Netflix ihnen ins Haus liefern. Und glücklich mit den Filterblasen, die ihnen Menschen liefern, die genauso denken, genauso fühlen, genauso handeln wie sie selbst. Natürlich machten Adorno und Horkheimer das damals nicht am Internet fest, das es natürlich noch nicht gab, sondern an Fernsehen und Kino, also den beiden Massenmedien ihrer Zeit. Die Kulturindustrie, schrieben sie, lebt von Dingen, die beliebig reproduzierbar sind und Gewinn abwerfen. Damit übt die Kulturindustrie natürlich auch einen Zwang aus. Sie verleugnet zunehmend all das, was abweicht und anders ist. Denn sie versucht, alles, was anders ist, zu negieren und gleichzeitig in ihr Produktionssystem zu integrieren. So wurde später aus Punk eine kommerzialisierte Punk-Mode. Weil alles negiert und dem Diktat der Ökonomie unterworfen wird, sprechen Horkheimer und Adorno von der Barbarei der Kulturindustrie. Und wie gesagt, man ahnt, dass es kein Zufall ist, dass sie in den USA und in der Nähe Hollywoods über diesen Aspekt der Moderne nachdenken, die von dort aus ja ihren globalen Siegeszug startete. Der Sieg dieser Kulturindustrie, schreiben sie, ist ein doppelter. Was sie im Namen einer angeblichen Wahrheit draußen auslöschen, und damit ist gemeint, dass alles, was anders ist als sie, draußen bleibt, indem sie dieses andere eben auslöschen,
können sie gleichzeitig drinnen, also innerhalb der Kultur, dieser Kulturindustrie, ihre Lüge beliebig reproduzieren. Auch das ist wieder eine Dialektik, nämlich die Dialektik von innen und außen, von Wahrheit und Lüge. Diese Form der Kulturindustrie ist genauso totalitär, schreiben sie, wie die Form der Aufklärung selbst, die Adorno und Horkheimer ja zu Beginn ihres Buches kritisiert haben. Und sie ist natürlich genauso totalitär wie die Ideologie der Nazis, die darauf abzielt, alles, was anders ist, alles, was nicht arisch ist zum Beispiel, zu vernichten. Und zwar mit technischer Präzision und brutaler Gewalt. Deshalb auch bis heute der Spaß an Gewalt, den es ja im Kino gibt und der sich sogar in den Zeichentrickfilmen der damaligen Zeit zeigte. Krach, Bumm, Peck. Mit diesem Spaß an der Gewalt wird allen in die Hirne gehämmert, dass die Brechung des individuellen Widerstands, die Brechung des Einzelnen und seiner Gefühle, seiner Lebenswelt, in Wahrheit die Bedingung des Lebens in dieser Gesellschaft sei. Die Rede vom Gemeinwohl in der Ideologie des Volkes zum Beispiel ist das Gegenteil von echtem Gemeinwohl. Es ist das brutale Ausmerzen von allem, was nicht dieser Vorstellung entspricht. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass Adorno und Horkheimer diese Anschauung natürlich für grundfalsch hielten. Ihre Frage war jedoch, was dem entgegengesetzt werden kann und wie man es macht. Die Kulturindustrie errichtete in den USA das, was Adorno und Horkheimer die Kathedralen des gehobenen Vergnügens nannten. Darunter kann man Shopping-Malls ebenso verstehen wie Kinopaläste oder heute das kollektive Streaming, das Millionen von Menschen auf den Nenner der gleichen Serie bringt. Letztlich ist das Ziel der Kulturindustrie ein ökonomisches, während eine authentische Kultur überhaupt nicht in dieser Weise zielgerichtet wird. Es geht gar nicht in erster Linie um Ökonomie, das ist nicht der Zweck von Kunst. Auch der Einzelne, das Individuum, hat keinen Zweck, dem es untergeordnet werden müsste. In der Kulturindustrie aber wird ein fiktives Individuum, ein gleichgeschaltetes Individuum, nach Schablone geschaffen. Es herrscht Pseudo-Individualität. Alle kleiden sich besonders individuell und kaufen alle denselben Kram. In Wahrheit ist Massenkultur die Abschaffung des Individuums und damit ein Betrug, der deutlich in die Richtung des Faschismus und der Nazis oder des Stalinismus zeigt. Alles, was sich der Gleichschaltung entzieht, alles, was anders ist, brüchiger, fragmentarischer, nicht den Schnittmustern und Stereotypen entspricht, ist verdächtig und wird ausgeschaltet. Interessant ist auch der Gedanke von Horkheimer und Adorno, dass Show in erster Linie bedeutet, anderen zu zeigen, was man selber hat und was man selber kann. Ist Kultur erstmal ein Jahrmarkt der Eitelkeiten geworden, folgt entsprechend dann auch die Politik. Donald Trump konnte sich lange in einer Show im US-Fernsehen austoben und erproben, ehe er dann auf die Politik losging. Der Zweck der Kultur und der Polit-Show ist dann der Zweck, der den Markt bestimmt. Gut ist das, was verwertbar ist, was Profit bringt. Oder in der Sprache von Trump, gut ist das, was mir nutzt. Und je mehr ich die Massen täuschen kann, umso mehr dient das der Erfüllung meiner eigenen Interessen. So wie es einst das Ziel war, zum Beispiel eine bestimmte Zigarettenmarke zur Zigarettenmarke einer ganzen Nation zu machen, um durch die Abhängigkeit von einem Image durch Rauchen Profit zu generieren. Genauso funktioniert auch die Trump-Form der Politik, die nichts anderes ist als Show und sich von allem anderen, insbesondere von Ethik und Gemeinwohl, verabschiedet hat. Auch Kultur ist auf diese Weise dann zur Ware geworden. Ihr Zweck ist es, gebraucht zu werden. Und genau deshalb braucht man Reklame, die zum eigentlichen Lebenselixier von Kultur wird. Die Reklame verheißt einen Genuss, der aber nur dann wirklich wird, wenn ich die Ware auch kaufe. Alles, worum es geht, ist diese bloße Verheißung, die darin besteht, ein Gefühl, eine Erfahrung, irgendeinen Genuss zu haben, wenn man nur kauft. Und da der Genuss von kurzer Dauer ist, wird man wieder kaufen, muss Neues kaufen und bekommt Angst, irgendwas zu versäumen. Kultur ist im Grunde genommen ein Verfahren zur Behandlung von Menschen, eine Psychotechnik, die der Industrie und dem Profit dient. Am Ende ihres Buches gehen Horkheimer und Adorno auf den Antisemitismus ein und die Grenzen der Aufklärung,
ehe in dem Kapitel Aufzeichnungen und Entwürfe einige kurze, knappe Essays folgen, die sich mit dem Fortschritt, dem Interesse am eigenen Körper, der Isolierung des Einzelnen durch den Straßenverkehr, das haben Sie natürlich auch erlebt in Los Angeles, und schließlich mit Widersprüchen befassen. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Gedanken damals ein Erdbeben auslösten, dessen Schockwellen bis heute zu spüren sind. Aber das war und ist Anliegen der kritischen Theorie. Sie stellt eine ideologiekritische Analyse sowohl der bürgerlichen wie der kapitalistischen Gesellschaft dar. Indem die Zusammenhänge von Herrschaft, Macht, Unterdrückung und Kapital untersucht und dann aufgedeckt werden, sollen Menschen wieder in die Lage versetzt werden, sich aus all dem aus eigener Kraft zu entziehen und auf neue Weise selber mündig zu werden. Das ist das Ziel der kritischen Theorie, durch Kritik mündig zu werden und herauszufinden aus dem Fliegenglas, in das man sich selber vorher hineinbuxiert hat. Aufklärung dient nicht nur dazu, sich von seltsamen Gedanken oder Mythen oder Göttern und so weiter zu befreien, sie dient auch dazu zu verstehen, in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen man in Wahrheit lebt und was diese Verhältnisse bestimmt. Aufklärung will herausfinden, in welcher Richtung das Licht, die Klärung dieser Lebenszustände zu finden ist. Doch erst nach einer kritischen Analyse kann man beginnen, über das nachzudenken, was man ja einst mal im religiösen Kontext Erlösung genannt hat. Eine Aufklärung, die den Namen verdient, hilft uns also, die Dinge und unser Leben zu klären. Sie ist Aufhellung, nicht Unterwerfung und erst recht nicht Entfremdung. Doch wenn wir nicht aufpassen, gehen wir unserer eigenen Rationalität auf den Leim, dem, was Horkheimer und Adorno instrumentelle Vernunft nannten. Und zwar gerade, weil die Vernunft mit ihren technischen Geräten und wissenschaftlichen Erkenntnissen so erfolgreich und deshalb auch so verlockend ist. Dieser Erfolg aber sollte uns nicht verblenden. Und auch das will Aufklärung ja erreichen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken und wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Okay, dicker Riemen. Ich hoffe, mein Video hat euch das Anliegen der kritischen Theorie, die Dialektik der Aufklärung, ein wenig näher gebracht. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass es am Ende einen echten Berg wieder von Problemen zu bearbeiten gibt und wir neue Lösungen finden müssen, um all das zu bewältigen, um nicht wieder in die alten Fallen etwa der identitären Verabsolutierung zu laufen, dann habt ihr leider recht. Ja, es gibt verdammt viel zu tun. Also, packen wir es an. Das Buch ist so aktuell wie selten zuvor. Es lohnt sich, es jetzt zu lesen oder eben noch einmal zu lesen. Es ist und bleibt eine echte Entdeckung, auch nach all den ganzen Jahren. Adorno und Horkheimer haben das Buch ja nicht geschrieben, damit wir jammern, sondern verstehen, was Sache ist, uns endlich zusammenreißen und uns in die richtige Richtung aufmachen. Auch wenn das heißt, gegen den Strom zu schwimmen. Und tschüss.